estómago. Schreiten wir zur Taufe. Du musst die Brille dran schmeißen dort. Ja, ja, da breiten wir die Pulle halt. Jinti, du bist Fachmann. Was machen wir mit der Pulle? Rankloppen oder austrinken? Ja, die kaputte dann dran kloppen. Die kaputte? Die leere. Ja, die leere. Na los. Ein Wort ist ein Wort. Meine heißt dünne Berta. Deine heißt dünne Berta. Ja. Also Frank, dünne Berta, hast du dir das ausgesucht oder wurde dir das gegeben, dünne Berta? Komm, ja, ratsch nicht so viel, sind alle lieber. Liegt der Hebel unten? Na los. Oh. Ja, jetzt ist er kaputt. Der ist kaputt. Was ist denn noch hier? Ja, ich habe was zu liegen. Kaputt. Musst du reklamieren? Ich habe da eingeschnitten, deswegen. Ach so. So, Mama. Was soll wenn ich ziehe jetzt hier? Raus. Boah, ich muss das Elend sind gerade. Damit ihr wisst, hier hat sich zum 7. November, historischen Tag, folgenden Namen ausgesucht. Lenin. Nee! Kanonen und Böller kriegen immer weibliche Namen. Ach so. Oder? Ja, deswegen dünne Berta. Aha. Und dicke Berta ist schon vergeben. Also es ist nicht dünne Berta und auch nicht dicke Berta, sondern Katharina. Die Große. Ja. Katharina zu Großenhain oder auch zu Hain. Aha. Bist du einverstanden, dicke Berta? Dann stoßen wir auf dich an. Dreimal. Eins, zwei, drei. So, Männer. Wenn wir jetzt. Weggegangen. Gib den Erbauer, er hat das Recht. Oh! Das war Ehe, hab ich doch gesagt. Aber wo ist er hin? Na weg. Das war Ehe. Was? Das muss eigentlich gleich ineinander. Hier war Ehe drin. Ja. Hast du recht gesehen, ne? Das Ding und dann noch eine Weile geht das so. Eindeutiger Ehe für das Woche. So, dann machen wir das so, dann bist du mit den kompletten Halter, ne? Ach, du bist doch mal. Das war typischer Ehe-Schutz. Aber das bist du nicht so zu. Und auch nicht. Das ist nicht durchgängig. Da war ja der Schwarzbrüder, war ja noch dahinter. Hinterm bisschen. Für Mannschaft sind wir aktuell 12. Was wir beim Makarov Cup. Wenn wir dort nochmal die 110 dazu rechnen, 1312, dann sind wir 4 unter gesamt werden. Und wie soll ich denn die Mütze noch dazugeben? Das durch machen wir los. Das wird kalt. Den Rennen mal dicker. Ja. Also ich muss mal warm anziehen. Ja, ich habe meine Jacke da immer vergessen. Ich habe es mir vergessen, aber ich mach das. Ich bin eisern, muss ich Freitag nochmal herkommen. Das will ich wissen, wie das Ding mit 30 Gramm und den Rest des Löwes für mich, das will ich wissen, ob das geht. Kannst du mit Leuchtspur schießen hier? Mehl ist ja nicht schwer. Aber trotzdem, das ist dann mehr. Das ist so ungefähr, würde ich denken, 70 Gramm. Mehl ist bestimmt hoch. Dann muss ich sehen, ob der mir das nächste Mal hier so, das schon mitbringt. Dann ja, kenn ich dann. Hm? Katharina, auf ihn! Jetzt gleich. Tommy, das war der Hebel, der war oben. Hat er wieder runtergefallen jetzt? Ist mir auch schon passiert. Piston ist drin, oder? Ja, alles drin. Aber das Aufgebohrte macht bestimmt irgendwas aus. Dieses 0, das ist ja ein 0,5er oder 0,4er Loch bloß. Und dann soll das so einen Strahl erzeugen. Ich mach den Piston halt immer. Also geht doch, da war jetzt ein trockener Schuss. So muss es klingen. Das war jetzt trocken. Da war kein Öl mehr drin. Oder dass das beim Beschießen das Öl nie rauskommt? Ja. Hier das Wäckchen. Armin. Prost. Prost, Männer. Gint, die hast du schon? Ja, Gint, die war der Erste. Jetzt bin ich dran jetzt. Wenn man Nosen hat.